Hallo, liebe Aufrufer, guten Tag, grüß Gott, moin und servus. Hallo. Ja, wer nachts einschaltet, der lässt sich natürlich nicht gerne mit Morning in the Morning begrüßen. Also hier, the biggest fraud of ever. The happy and glorious games of London. Die Olympischen Spiele sind also Sommerspiele in London 2012, 30. der Neuzeit, gestern beendet worden mit einer wirklich gelungenen Abschlussshow, ein riesiges Weltfernsehereignis, wohl vorrangig für die westliche Welt, aber ich habe mich sehr gefreut, den von mir sehr verehrten Ray Davies zu sehen, mit seinen etwas verunglückt gefärbten Haaren. Und hier The Guardian, Daily Mail war heute ausverkauft in Köln. The Guardian erwähnt das auch. But live music has a power that has been basically untapped. We've had a fortnight of euphoria which give or take the odd bit of Natasha Bedingfield blaring out of the sound system and some national anthems has been mainly free of music. And finally, we unleash the music Ray Davies performed Waterloo Sunset next to some trampolinist bouncing of a model of the Gherkin. Also der Ray Davies, das muss man wirklich wissen, genießt in der Musikwelt des Swinging London, der 60s und alles, was seitdem bis heute sich bewegt an Musikern, insbesondere den jungen und jüngsten Musikern. Ray Davies ist das große Vorbild, weil er so wunderbare Melodien und Texte selbst gemacht hat. Das unterscheidet ihn und hebt ihn hervor. Ray Davies ist für die englische Beatlemania quasi gewissermaßen, was Bob Dylan in der amerikanischen Unterhaltungsmusik ist. Jedenfalls The Guardian feiert hier diese aus der englischen Nationalhymne zitierte Redewendung Happy and Glorious als ein Wert des United Kingdoms. Der Jack Rogge, IOC-Präsident, in seiner Rede hat also nicht gesagt The Greatest Games Ever, wie man das in Peking gesagt hat, oder was weiß ich. Happy and Glorious. So, ich bin jetzt auch schon fast am Ende dieser Geschichte und möchte noch sagen, im Basketball hier auf der chinesischen Flagge hat gestern die USA erwartungsgemäß gegen Spanien gewonnen, während aber dieses Spiel wirklich ein hart umkämpftes war, ähnlich wie bei der vergangenen Olympia-Endspiel-Konstellation USA-Spanien, diesmal wieder USA gegen Spanien. Und die biggest fraud ever, muss man sagen, man hat gesehen, wie viele Sportler in unglaublicher Arbeit, in einem wahnsinnigen, ja, wie soll man sagen, ja, gladiatorenhaften Kampf auf Höchstleistung hier miteinander im internationalen Wettbewerb standen und die gesamte Kommerzwelt das Ganze aufgenommen hat und transformiert hat, also bereitgestellt hat im Fernsehen. Wir sind ja frei, wir können das einschalten oder ausschalten. Hat es ein wirkliches, glückliches und auch ausstrahlungsreiches, leuchtendes Fest gegeben. Und wir müssen aber wissen, diese Leistungen sind überwiegend nicht von leuchtenden Figuren erzeugt worden, sondern von selbstzerstörerischen, existenzkämpfenden Preissportlern. Und wir haben heute gehört, die Goldmedaillengewinnerin im Diskus, eine weißrussische Sportlerin, hat jetzt ihre Goldmedaille verloren wegen nachgewiesenem Doping. Und das wird uns nun die nächsten Jahre noch begleiten. Stück für Stück werden also die eingefrorenen B-Proben auf neue Stoffe untersucht und entdeckt, und man wird sehen, wie weit hier die Reichen, die das Doping bezahlen können, gegenüber den Nichtreichen Goldmedaillen erkämpft haben unter Wettbewerbsverzerrung. Insofern ist es weder happy noch glorious, sondern es ist die größte Betrügerei. Und die Diskussion kann überhaupt nicht zu Ende geführt werden, denn wollte man das Doping öffnen, wäre es auch ein ungerechter Wettbewerb zwischen denen, die die teuersten Doping-Techniken anwenden können, gegenüber den Armen.
Und wenn nicht, ist es eben auch Machtwissen, was hier zur Leistungssteigerung führt, Wettbewerbsverzerrung, Unfairness, kein Fairplay hier, und der olympische Gedanke wird nicht nur ausnahmsweise gebeugt, sondern er wird geradezu regulär von den olympischen Statuten gebeugt, insofern das Doping nur alles das ist, was von der Dopingliste und von den Dopingtestmethoden her untersucht wird. Alles andere, was auch Doping ist, aber gar nicht untersucht wird, kann natürlich auch gar nicht falsifiziert werden. Insofern ist es ein sehr verzerrter Wettbewerb mit allen Tricks und Kanten, und man kann sagen, okay, mit einer gewissen Dopingkontrolle ist es besser als ohne. Jedenfalls schwingt überall mit, und mit dem Aberkennen der Goldmedaillen und auch mit teilweise schreienden Fehlentscheidungen ein fast auf den Knien K.O. geschlagener Boxer wurde zum Sieger erklärt und so weiter. Ja. Die Scherze, wie der Preisrichter beim Weitsprung die rote Fahne hebt, guckt und dann doch die weiße Fahne hochhebt, das ist schon sehr, sehr komisch. Ja. Wenn die Läuferin nicht auf die Linie tritt und die Mehrkämpferin, und dann wird gesagt, ja, du bist Nummer 5 gelaufen, Nummer 6 ist übergetreten, und die brauchen eine Stunde, um das richtig zu stellen. Und also in der Weise haben wir eine Menge gesehen. Und es gibt aber einige wirklich leuchtende Figuren, egal wie die zu ihrer sportlichen Leistung gekommen sind. Und das macht natürlich mich persönlich glücklich. Das reizt mich zuzugucken. Und ganz besonders hervorheben möchte ich die beiden Kölner Beachvolleyballspieler, die ich am Anfang in ihren öffentlichen Auftritten geradezu unsympathisch fand, die sich also ziemlich schnodderig und unverbindlich gaben und so weiter, jedenfalls von Spiel zu Spiel auch häufiger dann interviewt wurden, man dann gemerkt hat, dass es wirklich witzige, intelligente, freundliche Menschen sind, die wirklich etwas von der Leichtigkeit des Sports, also hier happy und glorious, hatten. Vielleicht extremes Beispiel dafür ist dann der französische Stabhochspringer, der in aller Ruhe im Beisein aller Leute ganz alleine seine restlichen 3 Stabhochsprungversuche gemacht hat, während er bereits Goldmedaillengewinner war. Das war super klasse. Oder natürlich auch die jamaikanische 4x100 Meter Staffel, die tatsächlich im direkten Vergleich bis zum letzten Wechsel mit der konkurrierenden amerikanischen Staffel und auch einigen anderen auf gleicher Höhe lagen, und man dann sehen konnte, wie dieser Ausnahmeläufer Usain Bolt dann doch noch das entscheidende, ganz offenkundige, herausragende, bessere Talent hat, längere Beine, schnellere Schritte, wie man dem Oscar zurief, der also elende Runden lief im Stadion, und der Trainer stand immer, wenn er vorbeikam, rief: Oscar, größere Schritte und öfter. Ja, dazu vielleicht dieses Londoner Lied. Dirty old river, must you keep rolling, rolling down to the surface. People so busy, makes me feel dizzy, takes the lifetime so blind. But I don't eat no friends. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly, it's evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people running like flies round underground.
Oh, 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 oh. Jetzt hat es ausgesorgt. Danke für den Aufmerksamkeit.